Eliana Dickinson and Parker with a 7. But you see, it's difficult for them to get the tail of die Belgierin, das ist die letzte Feld. Da muss sie hin. Ja, jetzt würde ich sagen, das ist soweit für die Korrektur des Ergebnisses. Jetzt schauen wir an. Championships in Korea this year to Sebastian Vigier. Perkins in the last position. The Netherlands, Niederlande, Juri Havik, Roy Peter. Die anderen Veranstaltungen im November in Genf und dann hier am 25. Januar bei uns im Velodrom in Berlin. Vorne aber, klare Sache, Frankreich oder Polen. Jetzt die Attacke des Polen. Versucht dann noch vorbeizugehen und holt sich 5 Punkte. Dann die weitere Punktevergabe, 3 Punkte Deutschland. Das Ganze zunächst einmal inoffiziell. Jetzt kommt Kerstin herein. Die Ukrainer sind hinten rausgefallen aus 2. Die Iren fahren mit den Polen und die Schweizer. Ja, ja, das habe ich mir schon gedacht, aber das wird wieder nichts. Frankreich muss für die letzte Runde und das wird nicht reichen. Das wird nicht reichen für die Moment aussieht. Und das heißt, liebe Zuschauer, meine Damen und Herren, dass Frankreich wahrscheinlich hier Europameister wird und die Schweizer sind. Gratulieren und traurig sein mit den Spaniern, meine Damen und Herren, sondern eines muss man auch sagen. Between Christina Vogel and Mathilde Gros, these are die besseren Nerven. Und die besseren Nerven haben wir in Durchgang 1 schon mal gesehen. Ladies and Gentlemen, this is the heat for gold. If Christina Vogel wins also the second one, she will be the new European champion. Heute überhaupt nicht aus ihrer Ruhe bringen lassen. Immer fröhlich, immer gut gelaunt, immer positiv, Christina, würde ich sagen. Und immer fokussiert auf das eine, auf den Erfolg. Und jetzt ist sie noch 2 Runden davon entfernt. Zuletzt aus. Wir sind hier in Germans.